Ja, grüße Leute. Ich begrüße euch aus Spanien, aus San Salvador. Ich bin hier auf dem Campingplatz und habe hier 2 Nächte genächtigt. Und ich möchte euch mein Zelt vorstellen. Ich möchte euch einmal mein Zelt zeigen, das ich mir gekauft habe. Ein Pop-Up-Zelt. Link wie immer in die Beschreibung. Und das ist das gute Stück. Da. Ich bin äußerst zufrieden mit dem Zelt. Ich habe jetzt schon mehrere Nächte hier drin verbracht und es ist äußerst geräumig. 3-Personen-Zelt. Ich habe mir das gekauft, weil ich einfach keinen Bock habe auf dieses Gelumpe mit dem Gestänge und Zusammenstecken und hast du nicht gesehen. Das geht einfach ratzfatz und wie ratzfatz das geht mit Auf- und Abbau, das zeige ich euch jetzt. So, ihr habt gesehen, wie schnell das geht mit dem Aufbau. Ich war jetzt schon 2 Nächte hier. Wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt abbauen für euch, damit ihr auch seht, wie schnell das wieder abgebaut werden kann, wie problemlos das Ganze geht. Und ganz kurz noch, ja, Thema Heringe. Ich benutze gar keine. Ich bin mein Hering und meine Klamotten sind die Heringe, die ich für das Zelt brauche. Außer es ist extrem windig oder so, dann mache ich es fest. Aber wir haben jetzt hier auf dem Campingplatz, wenn man umgeben ist von Hütten oder Wohnmobilen oder so, dann braucht man keine Heringe, das geht einfach so.
So, eine Sache habe ich jetzt noch, und zwar transportiere ich das Ganze in einer Ortliebtasche. Und zwar heißt dieses Produkt Big Zip. Der Name ist hier echt Programm, weil das ist so ein riesen Klopper. Das Teil ist wasserdicht, kann man auch als Floß benutzen. Fast 140 Liter. Und ich habe das Zelt hier drin, meine Isomatte hier drin, meinen riesengroßen Schlafsack hier drin, den ich brauche, weil ich bin der, ich glaube, ich bin der größte Frostkoddel dieses Planeten. Auf jeden Fall, definitiv. Und da packe ich halt noch Regenzeug und anderen Scheiß rein. Ich habe genug Platz, und das Ganze fixiere ich mir dann hinten am Moped. Und dann fahre ich damit rum. So ist alles geschützt vor Regen und ich brauche mir keine Gedanken zu machen. Das wollte ich gerade noch loswerden an dieser Stelle. Muss man nicht machen, kann man aber. So, liebe Freunde, das Ganze ist jetzt verpackt. Ich habe mir jetzt Zeit gelassen. Ich habe mich jetzt nicht wirklich beeilt. Ist mir auch egal, ob das jetzt eine Minute länger dauert oder nicht. Ich finde, es geht trotzdem super schnell. Und ja, jetzt packe ich alles ein und fahre los. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Und ja, wenn euch das Video zum Zelt gefallen hat, dann Däumchen wären Träumchen, ne? Rest wisst ihr ja. Und bleibt gesund, passt auf euch auf. Viel Spaß und alles Gute. Ciao.